Hier sind wir also. Die Formel 1 ist wieder in Marina Bay zu Gast und ich heiße alle Zuschauer zu Hause herzlich willkommen, die heute für dieses faszinierende Rennen auf den glühend heißen, aber wunderschönen Straßen von Singapur eingeschaltet haben. Wenn man die vielen engen Kurven und das aktuelle Wetter ansieht, dann stehen die Chancen heute gar nicht so schlecht, dass wir ein Safety Car zu sehen bekommen. 23 Kurven warten, 10 rechts, 13 links und eine Gesamtstreckenlänge beim Marina Bay Circuit von 5 Kilometern. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Reden wir einmal über McLaren. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Vor Alexander Albon, der von Platz 2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Vettel, Bottas, Carlos Sainz und Leclerc. Quert, Gasly, Stroll und Lando Norris. Hamilton, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Giovinazzi, Esteban Ocon und Magnussen. Grosjean, Ricciardo, George Russell und Kimi Räikkönen. Schumacher, Latifi, Perez und Richards. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Jo, gut. Renningenieur, der Sieg zu sagen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020 mit dem Rennen aus Singapur im Regen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. 15 Runden stehen heute an. Meines Wissens richtig. Viele Leute mit Zeitstrafen, auch ein Hamilton, der steht weit hinten, Bottas steht hinten. Warte, ich mache mal was anderes, ich muss mal meine Fahrhilfen hochstellen wieder, weil ich im Rennen tatsächlich nur auf volle Traktion gehe. Das ist mir sonst zu heiß, gerade mit dem Trockensetup, das wir ja fahren. Dankeschön. Meine unbedingt noch stimmen muss. Das heißt, ich muss jetzt warten. Das bin ich natürlich nicht. Das macht mein Spiel gerade alleine. Ist das ärgerlich. Geht schon gut los heute wieder. Das ganze Wochenende zieht sich eigentlich so ein bisschen durch. Na komm. Ja, perfekt. Sie soll mich warten.
So. Oh, wir gehen ins Rennen. Alle Autos stehen. Oh, natürlich. Dreht die Reifen so komplett durch, dass er sagt, komm, ich hau dir dich in die Wand. Irgendwie zieht mir eine Wende, zieht die Wand mich gerade so ein bisschen an. Warum auch jetzt? Der Regen macht natürlich alles andere als einfach. Ja, bleib doch stehen, Mann, einfach! Ey, jetzt haut mich hier das nächste Auto wieder aus dem Rennen, Alter. Ich hab das die Schnauze voll mit dem Rennen. Komm, man könnte ja einfach den Idioten weghauen. Das bringt ja sonst nichts. Aber Perez, der fährt auch wie sonst was, ey. Der rechts, links, da flog auf jeden Fall gerade wieder was. Und ich spiele gerade Pirouetten, weißt du? Warte mal, jetzt kriege ich für das Abkürzen noch eine Zeitstrafe. 15 Runden, ja. Und ich klebe jetzt hier dann weiter hinter dem Feld fest. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Ja, ich war Traktion komplett. Warum auch immer. Warum auch immer das Auto sich dann die ganze Zeit wegdreht. Ich habe schon 7 Sekunden hinterm Feld, ey, ich... Ja, egal, es wird langweilig sein, Wochenende. Ah, der zieht mich ja wieder in welche Wände oder um neben die Strecke. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen rein ins Feld. Der Start war alles andere als in Ordnung. Ja, der Perez, der fährt aber auch wie sonst was, ey. Der schießt jetzt mal, hier immer noch den Flügel weg, wenn es sein muss. Ich mag es halt absolut nicht, die Strecke. Definitiv nicht. Jetzt kommt noch der Regen dazu. Macht natürlich alles anders einfach. Ich habe ich privat jetzt gesagt, hätte ich das Rennen schon nicht aufgegeben. So, der erste, der in der Box ist, ist Sergio Perez eben. Mein Teamkollege ist schon wieder 11 Sekunden weg, ey. Ja, und wir haben noch am Anfang der zweiten Runde. Perez wird mich wahrscheinlich eh auch frühstücken dann. Wenn die jetzt schon 12 Sekunden sind, 2-3 Runden dran an mir. Da vorne steht ein Auto. Das ist noch kurz gelb gewesen, okay.
Frage, was ist passiert? Da ist das Auto irgendwo. Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Das ist natürlich bitter. Wir rutschen jetzt ein Platz weiter vor auf 20, weil der nächste ausgeschieden ist. Ich muss jetzt wieder ein bisschen reinkämmen ins Welt. Nick is out of the race. Ah, scheiße, ey. So, da ist das Safety Car. So, jetzt muss ich irgendwie da reinrutschen oder so. Overtake the safety car. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Naja, das ist okay. Tut natürlich weh, dass wieder einer unserer. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Ja, ja, schon klar. Mir wäre Ricciardo lieber gewesen. Aber scheinbar scheint das Auto jetzt ein bisschen akklimatisiert zu haben. Das ist okay, nicht. Box. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich bitte einfach nur gerade in Ruhe, Jeff. Warum auch immer der mich dann direkt. Ich dachte, das Auto ist warm und dann pam. Och, da komm. Komm, da kommen wir schon mal nicht ran. Jetzt fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an, oder was? Bei meinem Glück, wir kommen nicht mal ans Safety Car ran. Wir haben immer noch 20 Sekunden Rückstand. Ich komme noch nicht mal ran, wenn es fällt. Rutscht mir denn so weg auf einmal? Ich habe noch nicht mal eine Chance, um hier in die Nähe des Feldes zu kommen. Der haut mich einfach. Lässt mich wenden, mich wegrutschen. Safety Card See. Bis ich da dran bin. Der Perez, der holt mich eher ein, bis ich das Safety Card eingeholt habe. Oder das Feld eingeholt habe. Noch 11 Runden. Dann haben wir das Ding hier durch, Gott sei Dank. Leider der Ausfall von Nick, den wir zu beklagen haben, aber auch Perez, der sich da bei weitem nicht. Mit rumbekleckert hat, weil er eben sich selber den Flügel abgefahren hat, wenn ich ehrlich bin. Und wir hier unsere großen Probleme auf dieser Strecke haben, gerade bei dem Wetter. A, fahre ich natürlich das trockene Setup und B, ja. Das Rennen ist auch nicht meins, muss ich sagen. Also. Aber wir müssen es halt fahren, ne? Das ist es halt.
Das wird im übernächsten Rennen wahrscheinlich nicht anders sein, weil da kommt Japan und der Japan ist auch nicht so eine Strecke. Ich denke mir, ha, nicht meins. Gut, wir haben jetzt zumindest ein bisschen den Abstand halbiert. Wir sind bei 11 Sekunden nur. Also da vorne ist das Rest des Feldes. Also jetzt haben wir so langsam, haben sie nämlich aus sich eingeholt. Aber wir können noch ein bisschen was draußen bleiben. Und wir haben jetzt noch 10 Runden. Ja, es führt nach wie vor die beiden Wettbewerbe vom Ferrari und Mercedes, so wie ich das richtig sehe. Wahrscheinlich Bottas, also ich weiß nicht, wie weit der Hamilton nach vorne gekommen ist. Let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. Remember that we need to stay within 10 car lengths of the next car. Ja, der Honda Motor ist natürlich alles andere als das beste Auto, alles im Motor. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison mit dem Mercedes-Motor, wenn wir den kriegen, noch ein bisschen besser nach vorne, einen Sprung nach vorne machen können. Jetzt habe ich die KI in the Slab, okay. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Ja, 10 Runden wie gesagt haben wir noch und da müssen wir irgendwie mal gucken, wie es läuft. Ich denke, den 6. Platz können wir auch relativ gut abschminken. Ja, was die Konzentration hier mitbringt. Ah, jetzt haben wir ihn. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have. Spiel. Dankeschön. Einfach ein Dreher. Warum nicht? Wir haben sie ja schon. Ich fahre doch relativ langsam. Und trotzdem haut er mich dann in die Wand. Ja, das ist natürlich das Problem. Diese Lücke ist wieder so groß. Ich komme gar nicht mit. Gehen wir nicht auf den Sack. Ja, dann fahr vorbei, ist egal. Platz 21, Vorletzter. Ich kam gar nicht mit, ich krieg das Tempo gar nicht mitgefahren. Guck mal, wie schnell der mir auf einmal 2 Sekunden weg ist. Als wenn der mega Tempo drauf und ich hier absolut. Keine Ahnung, ich krieg gar nichts gebacken. Als ob die alle Raketentriebwerke, also das Reiko, der ist 7 Sekunden weg schon wieder. Ich habe gar keine Chance, ich kann nichts machen. Ich kriege nichts in diesem Rennen hin. Oh Mann. Damage to your wing. Damage to your wing. Lass mich in Ruhe, Jeff. Lass mich einfach bitte nur dieses Rennen in Ruhe. Ich weiß, dass ich jetzt gerade mich abfacke auf irgendwas wieder. Thank you.
reg mich gerade auf. Ja, ich weiß, das ist ein absolut schwarzes. Wieder so ein absolut schwarzes Rennwochenende. Jeff, sei leise. Repeat that. There's interference. Och, geh mir nicht auf den Sack. Okay, gap ahead is 4.9 seconds. Ja, ist er schon wieder dran am Feld. Jeff, sei leise. There's static over the radio. Say again. Och, Alter, verstehst du nicht einfach, dass du die Fresse anhalten sollst, Mann? Boah, Alter, ey. Aber ich versteh's nicht. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht ran. Ich habe keine Chance. Jetzt 7 Sekunden schon wieder weg, der Fett. Kann man das Auto abgeben? Ja, ich habe einen Flügelschaden schon wieder. Ja, geh mal in die Box. Komm, ist egal. Flügeltausch. Weil ich ja wieder unbedingt in die Wand. Warum ich das Spiel wieder in die Wand ziehen musste. Keinen. Ich meine, wenn sie mich überrunden, das wäre mir super, dann hätte man mich auf die Hälfte drin. No more scheduled pit stops. Also Punkte und so brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden heute. Fahrer, Quatsch, warum? Perez ahead. Our gap to the car in front is 17.1 seconds. They're on fresh inters. Their tires are 4 laps old. The time last lap was a 2 minute 1.8. Jeff, sei leise. Got that confirmed. So, dann haben wir jetzt neue frische Inters drauf. Weil wir nicht den kaputten Flügel war eh nicht zu machen. Das Rennen ist sowieso gelaufen. Vor allen Dingen haben wir noch 8 Runden. Ey.
Sorry, dass ich gerade jetzt extrem wenig quatsche. Aber es gibt gerade nichts zu quatschen, muss ich sagen. Gut, meine Laune ist jetzt auch nicht besser, wenn ich ehrlich bin, aber... Ja, ich muss es halt akzeptieren, ne? Es ist halt einfach so, dass es Rennen gibt, wo ich sagen kann, wo ich sage, es geht nicht. So, bitte, ja. Persönliche Bestzeit zumindest. Weil, ja gut, die sind mir schon wieder 11,5 sind weg. Wenn ich sehe, dass der Perez in 2,1 fährt und wir fahren mit der Bestzeit 2,7, sind 6 Sekunden pro Runde. Merkt, das ist ein Unterschied. Und das ist, dass wir noch nicht überrundet sind, noch 6 Runden. Ich hoffe, dass dieses Rennen da durch ist, mein Gott. Minute Rückstand, also die Hälfte des Rennens. Ja, wir müssen gucken, dass wir definitiv arbeiten. Dass wir wieder mal einen Schritt nach vorne machen können. Platz 17 und Platz 21 sind nicht die Ansprüche, die ich mir so gestellt habe. Das sind halt die letzten beiden Rennen gewesen. Gut, davor der dritte Platz in Belgien, aber das war's auch. Ich meine, selbst ohne diese 5 Plätze Strafe, die wir bekommen haben, ich meiner Meinung nach immer noch zu Unrecht ansehe. Ich glaube, da selbst dann wären wir durchgereicht worden. Und jetzt auch das Safety Car. Das hat absolut nichts gebracht. Jetzt habe ich es wieder ins Feld zu kommen. Die waren so schnell wieder weg. Aber gesehen, Perez, wenn er von einer halben Runde hat, der hat mir 7, 8 Sekunden abgenommen. Also wir haben jetzt eine Minute Rückstand und wir haben den gleichen, wir haben auch Boxen. Ich stehe jetzt auf der Strecke. Keine Chance. Ich habe einen Flügelschaden. Das ist mal 5 Sekunden. Das sind immer noch 55 Sekunden. Also die ist eine absolute Katastrophe, das Rennen heute. Punkt. Da kann ich nämlich zufrieden sein. Und noch 5 Runden. Also ein Drittel des Rennens noch nach dran. Kleiner Ausblick auf nächste Woche, sagte ich ja, in Russland, wir sind in Sochi. Und da muss es mal wieder einen kleinen Auftrieb geben. Wollen wir den 6. Platz behalten, ne? Sonst wird es verdammt schwierig werden. Ein Sieg haben wir auf dem Konto, das war der in Kanada mit ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Sonst wäre der auch nicht drin gewesen. Einige Podien haben wir dabei. Österreich, Ungarn. Ne, Ungarn nicht. Österreich war eins dabei, wo wir Zweiter geworden sind. Dritte Platz in Belgien. Ja, ansonsten haben wir eigentlich mal so zwischendurch mal 6., 7. Platz, 6. Platz in Ungarn. Noch so unsere Schwierigkeiten. Da kommen dann so Rennen wie zum Beispiel in Großbritannien mit dabei, wo ich mich mit der Strategie komplett verhauen habe. Wo ich ein bisschen zu sehr auf den Regen gehofft habe und dann nochmal rein musste und dadurch auch meine Lippe wirklich so letzter wurde. Dann zum Beispiel das Rennen in Italien, wo es gar nicht ging. Und jetzt auch das Rennen hier. Wo mal sowas von überhaupt nichts ging. DNF von Schumacher. Unser eigener letzter Platz. Also es ist natürlich keine Chance. Punkt. So, wir haben noch 4 Runden.
Selbst ein Safety Car würde jetzt auch nichts mehr bringen. Wenn wir vorhin jetzt kein Massencrash kommen, dann war es das. Das muss dringend besser werden. Der Aufschwung muss definitiv jetzt in dem letzten im letzten Saisondrittel geben, ansonsten haben wir hier echt Probleme. Und so weiter wir vorne stehen, so mehr Kohle wird es wahrscheinlich am Ende geben der Saison. Daher müssen wir echt einen ordentlichen Schritt nach vorne setzen. Ich versuche jetzt hier die Saison irgendwie durchzukriegen und dann hoffe ich, dass ich zumindest in der nächsten Saison vielleicht mit einem neuen Mercedes-Motor oder mit einem neuen Motor ein bisschen was besser machen kann. Ja, sonst wird das schwierig. Nächste Woche kriegen wir ein neues Auto am Start. Also ich werde eine Lackierung setzen. Ich hoffe, dass ich einen neuen Motor setzen kann. Das wird nochmal eine neue Bestzeit geben, also eine persönliche Runde gehen. Nochmal 2 Minuten 5 haben wir jetzt gefahren, also weiter nicht an die Spitze rein, ja, wollte gerade sagen. Aber weiter nicht an die anderen ran. So, 3 Runden noch. Und wir sind noch nicht überrundet. Naja, kommt Verstappen. Wir waren es auf 6, sogar noch 2 Runden. Ja, dann haben wir eben kurz eine neue absolute Bestzeit gesetzt. Wir haben nur eine persönliche. Wir verlieren jetzt wieder ein bisschen Zeit. Ich fahre auch nur bewusst jetzt ziemlich langsam. Das heißt bewusst nicht langsam. Ich kann einfach nicht schneller. Ich versuche das Rennen irgendwie durchzukriegen, so schnell wie möglich. Weil es einfach schlichtweg eins zu vergessen ist. Eines meiner absolut schlechtesten Rennen. Wo wir komplett sagen müssen, wir waren einfach nicht gut genug. Die Trainings haben absolut nichts gebracht da vorne. Letzter Platz war mal 17. Rang, wo wir ein bisschen Glück hatten. Gut, der 17. Nee, Quatsch, der 17. Rang an der Quali. Den hätten wir gehabt eigentlich, da wären wir gut dabei gewesen. Aber durch den Regen macht es natürlich jetzt auch wieder viel aus. Ich weiß nicht, wie es im Trocknen gewesen wäre. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke, dass der Regen einfach auch viel kaputt gemacht hat. Gut, das Setup ist natürlich alles andere auch. Wir fahren ja mit dem Regen im trockenen Setup. Und das hat es natürlich absolut nicht gebracht. Der Regen macht jetzt auch keine Pause. Der Regen ist regnet bis Ende durch weiter. 13. Runde sind wir jetzt drin. Ja, meine Williams-Zeit zum Beispiel, als ich im ersten Saisonrennen, in F1 2019 den Williams gefahren bin, war das ja genauso ein Rennen. Da sind wir auch mit Abstand 21er geworden, sind wir sogar überrundet worden. Da ist der Teamkollege aus. Lenkrad, geh mir nicht auf den Piss, Alter! Klar. Das war wieder mein Lenkrad, das nämlich jetzt einfach ausgegangen ist, wieder mal. Ich merke das einfach, wenn da gar kein Vortrieb mehr kommt. Na, ich muss ja mal nur einen USB-Verteiler holen. Das werde ich nächste Woche auch tun. Ich muss sowieso nächste Woche mal zum Mediamarkt und dann hole ich mir einen neuen USB-Verteiler für meinen PlayStation. Dann liegt er entweder an dem Ding oder
Keine Ahnung, man sieht. Ich hoffe nicht, dass das Lenkrad am Arsch ist, weil immer mal wieder klappt es. Ja, es gibt ja auch Rennen, wo so ein Problem noch funktioniert. Aber hier, heute ist das, glaube ich, jetzt das vierte Mal oder so, wo mir das Lenkrad, vierte, fünfte Mal das Lenkrad ausgibt. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Also ich habe so einen 5-Fach-USB-Verteiler vorne dran. Wir haben immer wieder ein bisschen meckert, wenn da so viele Kabel sind. Da hängen eigentlich drei Kabel dran. Es hängt externe dran, wo auch das Spiel drin ist. Dann hängt mein Headset dran. Und da hängt halt auch das Lenkrad mit drin. Sonst hängt da gar nichts dran. Normalerweise hängen da bis zu 5 Anschlüsse drin. So, nochmal eine neue Position, nicht, also die Strecke wird schneller werden. Ich glaube, die Spitze als 58, also immer noch Verstappen mit 5 Sekunden schneller als wir pro Runde. Der wird das jetzt eh gleich, denke ich, lasse jetzt auch gleich ziehen, weil dann haben wir nämlich hier jetzt die letzte Runde. Ich muss jetzt auf Mittel runterstellen, das Benzin, weil mir sonst das Auto kaputt geht. Und jetzt hier gibt es noch mal eine halbe Sekunde, also die Strecke wird definitiv nicht schneller. Da wird jetzt gleich der Verstappen um die Ecke kommen. So, ich lasse jetzt ziehen, weil dann ist es nämlich wirklich die letzte Runde für uns. Komm, fahr, fahr. So, dahinter noch Albon, aber den versuche ich nicht. Wie gesagt, klar, dass wir jetzt so da, immerhin noch. Es ist klar, dass wir jetzt so uns eine Runde damit wegnehmen. Damit kann ich das Rennen nämlich definitiv abhaken. Und das ist mir auch noch nie passiert, dass wir überrundet wurden. Ja, starkes Rennen von Albon, definitiv Platz 2. Und das Feuerwerk zeigt, Verstappen gewinnt das Rennen. Und wir sind durch mit Platz 21. Und wir hatten in diesem Rennen 0, aber Komma, nicht von diesem Rennen, wirklich in diesem kompletten Rennwochenende, 0,0 Chance, irgendwas in diesem Rennen zu reißen. Punkt. Wir müssen es definitiv nochmal arbeiten. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ja, man muss es auch erkennen. Es war klar, heute waren 20 Autos stärker als wir. Der Teamkollege, der leider ausgeschieden ist. Also wir verlieren wieder viele Punkte.
Ja, wir müssen schauen arbeiten. Wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer das war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Auf jeden Fall Alexander Albon, kein Zweifel. Er hat heute eine Leistung gezeigt, die sein wachsendes Ansehen weiter stärken wird. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen, zumindest meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Gut, wir haben nur 26 Punkte Vorsprung vor Renault, sehe ich gerade. Ja gut, das müssen wir irgendwie versuchen zu halten. Unseren Platz müssen wir versuchen auch zu halten. Müssen wir gucken, es läuft. Wir sind vor Sainz immer noch. Wir müssen aber wieder Punkte sammeln. Und ich hoffe, dass wir das nächste Woche in Russland tun. Weil das hier war mal absolut null. Das gibt kein Geld, klar. Weil halt die Ergebnisse nicht gebracht wurden. Aber ich hoffe, dass ich das auch in der nächsten Woche wieder ein bisschen machen. So, das nächste Rennen, wie gesagt, ist Russland. Sochi steht dann noch auf Platz mit 17. Ja, Rennen Nummer 17. Und dann geht es so langsam in Richtung großes Saisonfinale. So, gut. Dann haben wir das auch Gott sei Dank weg. Sorry, Leute, dass das absolut gar nichts war dieses Wochenende. Und dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid wieder. Bis dahin und tschüss.